Der 27.09.2021 und das ist jetzt mein Statement. Einige sind ja etwas unterbelichtet und einige sind etwas oberbelichtet. Das passiert schon mal. So. Wir haben jetzt alle gewählt und wir müssen jetzt damit leben, weil gewählt worden ist. Ich möchte einfach mal etwas sagen. Dieses Medienhaus hilft jedem Kunden. Jedem Kunden. Und nicht jeder Kunde ist wirklich tatsächlich weitergebildet. Ist so. Die ausgebildet und jetzt in Pressur, durch Kündigung oder halt auf neue Art der Wege, diese Kundenklientel wird genauso gut behandelt wie alle anderen auch. Und diese Klientel haben wir geholfen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Und wir bedanken uns, dass Sie sich bei uns bedankt haben, dass Sie, wie gesagt, durch uns einen neuen Arbeitsplatz bekommen haben. Weil viele stellen Fragen, wir hören zu, wie wir auch der Basis zugehört haben, der querdenkenden Menschen, den Future People Menschen, also jeden, ob jung, ob alt. Dass meine Person irgendwie in der Öffentlichkeit falsch gesehen wird, bei gewissen, ist halt so. Jeder, der in der Öffentlichkeit arbeitet, muss damit leben, das ist wirklich so. Ob ein Till Schweiger und wie sie alle heißen, Frank Zander. Wir in der Öffentlichkeit sind ja wie gesagt selber schuld, so wie Oliver Pocher, der jetzt am Wochenende abgeführt wurde. Naja, das wird er sicherlich nutzen. Wie die Anwälte, die sich hab abführen lassen für die Basis. So, jetzt müsste an sich Ruhe reinkommen. Ich hoffe, ihr versteht mich alle richtig. Die querdenkenden Menschen, die bösen Menschen, die ganz bösen Menschen und die, die nur Blödsinn im Kopf haben. So, ich habe natürlich auch irgendwie so einen Freundeskreis, den ich gar nicht kenne. Das ist halt so. Ich bin auch, wie gesagt, TikTok, Snapchat, Facebook und YouTube. Weil ich das, wie gesagt, vom Ursprung her schon bin, weil ich den Ursprung mit Sir Berners-Lee, da hieß er erst Bernd Lee und Sir Berners-Lee ist es dann erst später gekommen, weil er uns ja halt das World Wide Web geschenkt hat. So, es ist lange her. In den 60er, 70ern hat man am Datenhighway mit Zuhilfenahme mit Maschinen dran herum gebastelt, andere haben gemäkelt. Dann kam ja die Industrie 3.0. Und jetzt haben wir die Industrie 4.0. Und die Industrie 4.0 ist leider in einem Mantel verpackt, den jeder Corona nennt und somit unter Corona kennt. Cyberspace. So, warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum Frau Merkel das unbedingt so wollte. Im Jahr 2015 hat sie das angedacht, hat es auch gnadenlos durchgezogen. Ich hoffe, jetzt kommt Ruhe rein. Hallöchen! So. Yeah.